So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Eurotruck Simulator. Ja, nachdem ja letzte Folge ich versucht habe, erfolglos mein Test aufzunehmen. Also das Aufnehmen hat funktioniert, aber mein Test funktioniert gerade und für die Audioausgabe nicht. Er lässt mich nicht auf meine Kopfhörer umschalten. Warum auch immer. Und über meine Soundkarte geht es halt auch nicht so praktikabel, weil natürlich dann mit Mikrofonrückkopplung wäre. Ich müsste also Kopfhörer nehmen, die ich direkt in meine Soundkarte einstecke, also in die Lautsprecher. Ne, also hier in den da. Hier ist der Lautsprecher dahinter. Direkt da einstecke und das, keine Ahnung, muss ich dann auch erstmal wieder alles einstellen. Vor allen Dingen greift OBS diesen Sound gar nicht ab. Das heißt, ich muss dann erstmal in OBS wieder umstellen, dass er auf die Soundkarte zugreift. Katastrophe. Ja, das heißt, wir machen jetzt Eurotruck Simulator. Irgendwas vergessen? Nö, let's go. Ich glaube, das war das falsche Eurotruck Simulator. Dezent. Mal gucken, ob OBS überhaupt das Fenster. Nee, OBS. OBS sagt sich nö. Das Fenster kenne ich nicht, mag ich nicht, will ich nicht. Dann fängt er gut an. So, dann machen wir hier Record. So. Ah, da war's doch gerade. Nein, goddammit. So, da. So, müssen wir nur gucken. So. Das da brauchen wir. Und wir brauchen Fenster. Bin ich gerade? Ach, ich hatte das. Ah. Gut, okay. Dann müssen wir erstmal das machen. War dann mal so hier? Nein, das war das Falsche. Da sieht man immer noch meinen Versuch von der Aufnahme vom mein Test gerade eben. Aber wir brauchen das hier. Genau. Perfekt. So, das sollte das alles passen. So, Spiel auf eine neue Version aktualisiert. Mods können nach Spielupgrade, ja. Aktuelle Version 1.44, 1.10. Sehr schön. Achso, ja. Das hat gut funktioniert. Das ist ja leider immer noch dieser Bug bei Wine. Also bei meinem PC jetzt. Dass überhaupt ein Fenster minimiert, das Programm aufhängt. Sich aufhängt. Gut. Genau, neue Version. Sehr schön. Wir haben schon lange, lange nicht mehr gespielt. Wir sind schon Level 16, okay. Kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir das schon so weit. Obwohl, wir haben schon 56 Folgen aufgenommen. Haben wir schon ein bisschen was, ne? Ein bisschen Spielzeit schon reingesteckt. Ich muss mal hier schon wieder so viel geredet hier. Mein Nektar des Lebens trinken. So. Na komm, mach ne. Damit ich das Spiel wieder beenden kann. Damit ich dann wieder auf meine Kamera umschalten kann hier. Da, 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 da. Ach, doch das ewig immer. So. Beenden, beenden. Sehr gut. So, perfekt. Jetzt sollte alles klappen. Und wenn nicht, dann klatscht es hier. Ah, sehr gut. Jutschen. Dann lasst mal erstmal gucken, wo wir hier überhaupt waren, gerade in Game. Wir haben bereits eine Firma, was relativ sinnvoll ist. Alles andere wäre seltsam. Haben wir schon Leute. Wow. Wir sind hier echt noch komplett alleine in dem Spielstand und haben nur 140.000 Dollar? Haben wir immer alles hier blind in unseren LKW gesteckt oder was? Wir haben noch gar nichts. Keine Fahrer, kein nichts. Niada. Alles schon interessant. Okay. Wir haben noch gerade eine Mission.
Kredit haben wir hier aber keine. Genau, Kredit haben wir hier keinen. Eieieiei. Tja, wollen wir mal direkt ein paar Fahrer anstellen? Gut, wir machen erstmal unsere aktuelle Mission fertig. Gucken, wo wir da sind. Da kriegen wir nochmal 50.000 Euro. Aber hier muss ich aufpassen, dass ich nicht Euro und Dollar verwechsel. Das wird noch heiter, wenn ich jetzt immer zwischen Dollar und Euro wechseln darf. Oh, hab ich dich vermisst, mein lieber LKW. Hab ich dich vermisst. Oh, du siehst so gut aus. Du siehst so gut aus. Ja, das, meine Lieben, ist Technik. Wir haben 1300 Kilometer vor uns. Haben wir mit der Mission gerade erst begonnen, oder was? Ich meine, sieht fast so aus, ne? Wir stehen ja hier mitten auf dem Hof. What the fuck? Okay. Ja, dann würde ich mal sagen. Oh, Duft. Oh, und das Sandwich ist mittlerweile garantiert nicht mehr genießbar. So, LKW sieht soweit gut aus. Wir haben keinen Sprit mehr. Was für Leute habe ich denn hier gemacht, Alter? Ich höre am Anfang einer Mission auf mit einem ungetankten LKW. Gut, da vorne ist direkt eine Tankstelle. Da irgendwo, laut Plan. Nee, da irgendwo. Na doch, eher so, da ist die Tankstelle. Beziehungsweise meine Tankstelle ist ja sowieso die Küste. Egal. Ja. Gut, let's go. Fahrt vorsichtig. Meine Rede. So. Dann muss ich mich erstmal wieder an die europäischen LKWs gewöhnen. Ich habe in letzter Zeit privat nur noch ATS gespielt. Von daher. Man merkt aber schon, ne, Biege nach Europa ist links ab. wesentlich grüner als Amerika. So, das heißt, wir müssen da hinten zur Tankstelle fahren und Demnächst können rechts dann gleich abbiegen. von da auf die Autobahn rauffahren, oder? Nee, sieht nicht so aus. Ah, egal. Biege nach rechts ab. Nee, sorry Mäuschen, aber wir müssen leider erstmal geradeaus. So, wir fahren natürlich auch wieder gekonnt zu schnell. Fängt ja gut an. Okay, lass uns eine neue Route finden. Biege nach So, wir rechts haben ab. grün. Oh nein, wir haben. Oh. Oh. Digga, wie schnell wechseln hier die Ampelphasen, bitte? Neu berechnen. Direkt nachdem es gelb war, war ja auch schon direkt alles rot hier. So, pennen müssen wir zum Glück nicht. Denn das würde uns wahrscheinlich zeitmäßig raushauen. Aber wir müssen erstmal tanken. Naja, der LKW, da haben wir echt schon eine ganze Menge Geld reingesteckt. Ich sehe auch gerade hier, ne, wir haben sogar hier so Schilder ran gemacht, hier haben wir so LED-Licht ran gemacht. Alter, der LKW ist ja schon ganz schön aufgemotzt. Kein Wunder, dass wir nur noch so wenig Geld haben. Ha. Ja, sehr interessant. Alter, so viel Rückspiegel. Nice. Gut, dann würde ich mal sagen, let's go. Wie sehen unsere Stats aus? Wir haben noch 44 Stunden und brauchen 20 Stunden. Für 1300 Kilometer nur 20 Stunden? Okay. So, jetzt machen wir mal etwas, was unser Autopilot scheinbar nicht mag. Unser Navi nicht mag. Und zwar biegen wir hier einfach mal nach links ab. Ha!
keiner kann was dagegen machen. So, ich sehe gerade unser Licht ist noch an. Ah, nee. Ah, okay. Ah, okay. Nevermind. Ich dachte, sie heißt, dass die Scheinwerfer vorne an sind. Aber das ist einfach nur, dass allgemein Licht an ist. Hier die Symbole sind die für Scheinwerfer und Fernscheinwerfer und Ablendlicht und Nebellicht und Gelingsgedöns. Und was es dann noch so alles gibt. Taschenlampen. So. Okay, dann müssen wir jetzt nur auf die Autobahn rauf. Ach, es ist wieder schön mit europäischen Trucks zu fahren, die vorne nicht so lang sind. Da kann man hier bei den Kreuzungen wesentlich besser abbiegen. Ich meine, gut, dafür sind die Kreuzungen noch alle wesentlich enger. Also, ne? So, dann machen wir mal das hier. Und dann machen wir mal... Nein, das war falsch. Wow. Biege nach links. Oh mein Gott. Straße frei. Okay, let's go. So. Und jetzt kommst du aus. Und du kommst... Wo, was warst du nur eingestellt? Das hier, ne? Genau. Nein. Macht da keinen Sinn. Warst du eingestellt, oder... Man sieht ja unser Cruise Control gar nicht. Na gut, dann lass ich dich auf das Ding. Cruise Control haben wir ja direkt im Haupt... also... Da haben wir unser Cruise Control, von daher... So. Und weil es so schön ist, können wir auch einfach direkt mal hier pop und pop. Aber man merkt schon, dass Europa halt viel grüner ist, ne? wenn man so eine Weile RTS gespielt hat, dann kommt einem hier so alles ultra grün vor. Also, das ist schon heftig. Ne? Dadurch hat man natürlich auch nicht so eine weite Sicht, klar, weil ja alles von Bäumen begrenzt ist. Aber hat auch schon so ein bisschen was. Also ich meine, das Leben, also als Person irgendwo leben, ist wahrscheinlich in Europa definitiv angenehmer. Aber als Truckerfahrer, ich glaube mal, wenn du wirklich so die ganze Zeit nur rumfährst, hat Amerika doch echt mehr zu bieten. Weil ich meine, klar, du hast hier zwar überall schon Bäume und so, aber halt nur das, ne? Ich meine, gut, es gibt auch ein paar Gebiete in Europa, da hast du schön so Bergkonstellationen und sowas alles. Aber ich schätze wirklich mal, Amerika hat da einfach mehr zu bieten für LKW-Fahrer. Von der Aussicht her und so, ne? Ich weiß jetzt offen gesagt noch gar nicht, wie sich das flächenmäßig überhaupt nimmt. Also wenn man jetzt so die Gesamtfläche nimmt, dann ist Amerika ja gar nicht mal so groß. Also ich glaube, Amerika hat sogar weniger Fläche als Europa. Also jetzt der urbanisierte Bereich. Aber dadurch, dass bei Amerika ist halt alles ein großer Fleck. Ja? Und Europa, da hast du den Ableger nach Italien, hast du unten den Ableger nach Italien. Gut, rechts ist es nicht so interessant, da geht es halt bloß noch nach Russland rüber. Aber nach links hast du halt deine Länder.
hast du nach oben die Inselgruppen von Skandinavien und sowas alles. Also ist halt geografisch schon interessanter, was jetzt so die Flächenkonstellation angeht. Und bei Amerika ist halt wirklich alles einfach ein Haufen. Ne? Da hast du zwar auch viele geografische Zonen, ne? Da hast du Wüste, da hast du grüne Flächen und alles. Aber ich glaube mal, dadurch wirkt Europa einfach größer. Weil dadurch, dass du halt hier diese ganzen Flächen hast, wo halt nichts ist, erstreckt sich das einfach aus dem weiteren Bereich. Also wenn man jetzt mal einfach mal von hier nach hier fährt, dann ist das halt schon eine ganz schön lange Strecke. Oder nach hier oben fährt, ja, da hat man dann schon eine ganz schön lange Fahrzeit. Da weiß ich gar nicht, ob das... Ja, kann ich jetzt so aus dem Kopf gar nicht so vergleichen. Ich meine, wie gesagt, in ATS, da können wir ja gar nicht ganz Amerika befahren. Muss man auch dazu sagen, ne? Wir können ja gerade mal die West Coast, also gut, ein bisschen mehr als die West Coast, aber halt die westliche Hälfte davon befahren. Wenn man vielleicht ganz Amerika befahren könnte, also die gesamten nordamerikanischen Kontinent, dann wäre es wahrscheinlich doch sogar schon fast mehr. Keine Ahnung. Dazu muss man jetzt natürlich sagen, Amerika, wenn man den gesamten Kontinent nimmt, ist wesentlich weniger urbanisiert. Na? Da hast du wesentlich mehr Fläche, wo wirklich einfach nur Wüste ist. Oder einfach trotzdem keine Straßen oder Menschen sind. Das hast du in Europa nicht so sehr. In Europa hast du quasi alles urbanisiert. In irgendeiner Art und Weise. Entweder leben da halt Menschen oder du hast da halt zumindest hier Bauernhöfe, also hier, man weiß das, landwirtschaftlich genutzte Flächen. So, genau. Oh. Ich wollte schon wieder überholen, weil der Bus davon so langsam ist, aber wir sind einfach zu schnell. Wir sind ja nur 80. Na gut, dann pendeln wir uns mal wieder hier ein. Sorry, weißes Auto. Kannst nichts überholen. So. Okay. Ach, wir hatten gerade jetzt das halt schon CC drinne. Aber der Bus fährt doch schneller, ne? Der haut uns hier ja schon ab. Wenn wir hier nur 80 fahren. Dürfen Busse etwas schneller fahren? Büsse? Busen? Man weiß es nicht. Oder? Immer schon auf die Straße achten, mein Freund. Immer schon auf die Straße. Leute, der Bus rast weg. Schweinerei. Na, können wir mal ein bisschen hier Außenansicht fahren, ne? Ah, der LKW sieht schon echt tight aus. Die ganze Beleuchtung hier hinten mit den schönen Flächen-LEDs und so. Schon geil. Vor allem auch die weiße Bemalung von den Reifen. Fällt schon dezent auf, ne? Ah. Alice würde ich mal so fahren, aber er ist natürlich sehr riskant. Weil ich ja nicht weiß, was da von vorne kommt. Aber sieht schon echt geil aus. Ja, genau das meine ich. Hilfe. Wo lang? Da. Oh. Yeah. Guckt euch diese LKW an. Ist er nicht wunderschön? Einfach wunderschön.
Wow. Hilfe. Was ist hier los? Shit, einfach mal so ein Bus auf der Fahnenspur. Ja. Sehr schnieke. So, da vorne kommt ein sehr langer Pfanner. Transporter, LKW, Kriegsgrüns. Den werden wir mal wahrscheinlich gekonnt überholen. Oh, sieht aber auch schön aus. Wurde ich erstmal überholt, hat keiner. Warum? Ich will aber nicht. Muhahaha. Route neu berechnen. Und Schilder, dass hier LKWs nicht durchfahren dürfen, habe ich auch gerade auch keine gesehen.
ich wünschte, wir könnten auch 100 fahren. Ach ja, schöne Güterzüge. Der sieht zwar ganz schön clean aus. Der muss wohl frisch aus der Produktion kommen. Normalerweise sehen die solche Waggons sehr runtergeranzt aus. Von daher ist es eher unwahrscheinlich, dass ein Güterzug komplett aus frisch lackierten neuen Waggons besteht. Außer wie gesagt, der kommt gerade frisch von der Produktionsstraße. Ich finde halt immer die ganzen Auf- und Abfahrten immer sehr klein, weil ich meine, man hat gesehen, der LKW, der da gerade stand, bei einer Autobahn, die einigermaßen befahren ist, der kommt dann nie wieder raus aus dieser Parkposition. Weil damit der so schnell beschleunigen kann, dass er gefahrenlos auf die Autobahn kommt, ohne da Verkehr aufzuhalten, müsste da eine so große Lücke im Strom sein, die halt bei einer befahrenen Autobahn halt fast nie der Fall ist. Er ist also als LKW-Fahrer wirklich darauf angewiesen, dass ihn andere Fahrzeuge vorlassen und für ihn bremsen. Ja, das finde ich immer, ne? Wenn ich so ein Autobahn designen würde, ich würde Auf- und Abfahrten viel länger machen, dass man wirklich die Zeit hat, also die Strecke hat, als LKW komplett zu beschleunigen auf die Zielgeschwindigkeit. Und wenn man die Zielgeschwindigkeit erreicht hat, kann man sich ja auch wie ein Reißverschluss in den Verkehr eingliedern. Ist ja dann gar kein Problem. Aber aus dem Stand erstmal ist halt kaum möglich. So, da vorne natürlich wieder wunderschöne Baustelle. Das heißt, wir müssen erstmal gucken. Wisst ihr was? Machen wir an der Stelle auch direkt mal Feierabend. Und gucken mal in der nächsten Folge weiter, wie wir da weiterfahren. Mit dieser Umleitung. Meine Rede. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Gucken wir, wie wir dann weiterfahren. Bis dann.